Lange leben wollen alle, nur alt werden will niemand, sagt ein Sprichwort. Das Alter macht vielen Angst, weil die Kräfte nachlassen, manches nicht mehr geht und der Tod alles auszulöschen droht. Aus buddhistischer Sicht wird im Alter deutlich, was während des ganzen Lebens gilt. Alles ist unbeständig und vergänglich, doch zugleich ist in jedem Augenblick auch ein neuer Anfang möglich. Erleichtert der Buddhismus das Älterwerden? Lorenz Marti stellt die Frage einer langjährigen praktizierenden Buddhistin, der Berliner Publizistin und Meditationslehrerin Silvia Wetzel. Seit 30 Jahren befasst sich die studierte Politologin Silvia Wetzel mit den Lehren Buddhas. Sie gilt als eigentliche Pionierin des Buddhismus im Westen, ist Mitbegründerin einer buddhistischen Frauenorganisation und der Buddhistischen Akademie Berlin. Sie gibt Kurse, sie schreibt Bücher und sie wird älter. Ich finde das Älterwerden etwas Wunderbares, weil die Lebenserfahrung wächst. Und ich sage mir oft, ich möchte kein einziges Jahr zurück, weil meine Lebensqualität, die hat kontinuierlich zugenommen, je älter ich werde. Und das finde ich wunderbar. Ich fühle mich entlastet, ich muss nicht überall hingehen. Das heißt, mein Bedürfnis nach mehr Ruhe und Zurückgezogenheit, das spüre ich und es wird mir auch von außen zugestanden. Und ich merke, ich habe etwas weniger Energie als früher. Ich merke, ich brauche länger zum Regenerieren. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so viel gemacht in diesem Leben. Und wenn ich ab heute keinen Handschlag mehr tue, war es genug. Mit dem Alter setzt sich Silvia Wetzel nicht erst jetzt auseinander, wo sie allmählich auf die 60 zugeht. Das Älterwerden versteht sie als lebenslangen Prozess, der genau genommen schon mit der Geburt beginnt. Also zum einen mache ich mir seit Ende 20, seit ich mich mit Buddhismus befasse, immer wieder klar, dass das Älterwerden nicht erst anfängt mit 60, sondern Älterwerden heißt, eine neue Phase beginnen und eine alte Phase hört auf mit vertrauten Rollen und es beginnen neue Rollen, die ich noch nicht kenne. Ein Kind, was in den Kindergarten kommt, wird älter, es beginnt eine neue Phase, die Kindergartenzeit. Und wenn es dann in die Schule kommt, ist auch ein Älterwerden, es beginnt eine neue Phase und es ist dann ein Schulkind. Älterwerden habe ich begriffen als eine neue Phase beginnt und das habe ich im Buddhismus reflektieren gelernt und das macht es mir sehr viel leichter, neue Phasen, die ich jetzt auch an mir merke, seit ich 40 bin, seit ich 50 bin, seit ich Mitte 50 bin, die auch entspannter anzugehen. Ob mit 40, 50, 60 oder mehr, es kommt der Moment, wo Mann oder Frau nicht nur älter, sondern alt wird. Wir haben ja noch gesagt, trau keinem über 30, so in den 60er Jahren, frühen 70er Jahren. Ich würde sagen, ab 40 wird's interessant. Ich kriege das mit bei mir selber. Da habe ich plötzlich gedacht, die Zeit, die vor mir liegt, ist möglicherweise kürzer als die, die hinter mir liegt. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die viele Menschen in dieser Lebensmitte machen. Und das ist eben Ende 30, Anfang 40, Mitte 40, wo einem das bewusst wird, dass man nicht endlos viel Zeit hat, seine Wünsche umzusetzen, sondern dass das begrenzt ist. Das Alter macht Grenzen sichtbar. Und diese Grenzen werden oft ausgeblendet. Und zwar nicht erst heute in einer auf Jugendlichkeit und Fitness getrimmten Gesellschaft. Schon zu Zeiten Buddhas, vor gut 2500 Jahren, schauten viele lieber weg. Das zeigt auch eine berühmte Legende aus Buddhas Jugend. Er wuchs in einem herrschaftlichen Palast auf und seine Eltern sollen alles unternommen haben, um alles Negative und alle Übel dieser Welt von ihm fernzuhalten. Doch dann verließ er eines Tages diese wohlbehütete Umgebung und unternahm mit seinem Diener 4 Ausfahrten. Bei der ersten Ausfahrt begegnete er einem alten Menschen, bei der zweiten einem Kranken und bei der dritten einem Toten. Jedes Mal erschrak er, und als sein Diener ihm erklärte, dass jeder Mensch dem Schicksal von Alter, Krankheit und Tod unterliege, war er zutiefst beunruhigt. Bei der vierten Ausfahrt aber traf er auf einen jungen Mönch, der lächelte. Diese heitere Gelassenheit beeindruckte ihn.
Hier, so schien ihm, hier lag der Schlüssel zur Befreiung vom Leiden an Vergänglichkeit, Krankheit und Tod. Ich denke, was da in der Legendenform beschrieben wird, etwas ist, was uns alle zum Nachdenken bringt. Ich meine, wir sehen natürlich mit unseren Augen Kranke, Alte, Sterbende oder Tote sogar. Aber was diese Bilder von Buddhas drei Ausfahrten beschreiben, ist eine existenzielle Erfahrung von Alter, Krankheit und Tod. Und wenn uns das erfasst, wenn wir plötzlich durch den Tod von Angehörigen, durch die Krankheit von einem selber oder von jemandem, der uns nahesteht, durch den Verlust, wenn uns plötzlich klar wird, das kann mir auch passieren, dann fängt das Umdenken an, idealerweise. Dann fängt die Suche an, gibt es etwas, was nicht stirbt? Und das wurde für den Buddha symbolisiert durch die vierte Ausfahrt, wo er diesen jungen Mönch sah, der lächelte. Das war für ihn wie eine Verheißung, es gibt außer Alter, Krankheit und Tod, gibt es noch etwas? Was ist das? Was macht diesen jungen Mann so fröhlich oder so gelassen? Und dann hat er gefragt und hat gehört, es ist ein Mönch, der durch Meditation, durch Innenschau diesen existenziellen Fragen nachgeht. Gibt es etwas, was nicht stirbt? Der Ausgangspunkt von Buddhas Lehre ist die Erkenntnis, dass alles, was entsteht, auch wieder vergeht. Das tönt banal, berührt aber die tiefsten Wunden menschlicher Existenz. Die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit und die Hinfälligkeit. Wunden, die im Hinblick auf das Alter besonders schmerzen können. Ich denke, der Buddhismus bietet einerseits gedankliche Anregungen, dass man über Sterblichkeit nachdenkt, über Unbeständigkeit nachdenkt, über Vergänglichkeit nachdenkt. Aber das ist nur eine Seite. Ich denke, wenn man immer nur über die Unbeständigkeit, über die Vergänglichkeit des Bedingten nachdenkt, dann wird man depressiv. Was es braucht, ist ein Zugang zu dieser unfassbaren Dimension, zur Transzendenz, zum göttlichen Urgrund, zur Buddha-Natur, wie das auch in einzelnen Religionen formuliert wird. Das ist das, was den Mut gibt, mit der Unbeständigkeit umzugehen. Also meine These ist, dass man letztlich, langfristig, nur dann seinen Frieden mit der Unbeständigkeit von allem machen kann, wenn man das entdeckt hat, was nicht stirbt. Und die Formel, die manchmal gebraucht wird, ist, wenn ich das entdecke, was nicht stirbt, habe ich meinen Frieden mit dem, was stirbt. Im Alter lassen die Kräfte allmählich nach und Einschränkungen werden deutlich. Das ist aus buddhistischer Perspektive nur natürlich, ein normales Leiden, das zum Leben gehört. Wer sich aber weigert, diesen Abbau als Teil des Lebens zu akzeptieren, schafft zusätzliches Leiden. Und um dieses zusätzliche Leiden geht es in den Lehren Buddhas. Denn dieses muss nicht sein und kann überwunden werden. Also das war für mich auch eines der Aha-Erlebnisse im Buddhismus, diese Unterscheidung. Der Buddha hat ja diese klassischen 8 Arten von Leiden beschrieben. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Verlieren, was man liebt, ist Leiden. Nicht bekommen, was man will, ist Leiden. Bekommen, was man nicht will, ist Leiden. Und die letzte Art des Leidens wird unterschiedlich beschrieben. Ich formuliere es immer so, nie sicher sein, dass nicht doch wieder Leiden kommt, selbst wenn im Moment alles in Ordnung ist. Wenn man mal begreift, dass das Leiden ist, der Buddha hat nicht gesagt, das sind Illusionen, der hat gesagt, es tut weh. Und das gehört zum Leben dazu. Das ist normal, dass man jemanden verliert. Es ist normal, dass man krank wird. Es ist normal, dass man nicht kriegt, was man will. Nicht immer, aber manchmal. Und wenn man das ganz tief annehmen kann, dass das zum Leben gehört, dass auch schlechtes Wetter zu einer Geburtstagsparty gehört, das passt auch dazu, auch wenn es uns nicht passt, dann entsteht weniger zusätzliches Leiden. Und das zusätzliche Leiden entsteht, wenn wir uns gegen das Leiden, was zum Leben gehört, wehren und sagen, ja, ja, Krankheit gehört schon zum Leben, aber nicht zu meinem. Und meine Familie soll nicht krank werden. Das ist zusätzliches Leiden, wenn ich so denke. Und da hilft das Nachdenken über die 8 Arten von Leiden in Zeiten, wo man nicht drunter leidet. Und deswegen denke ich, fangen viele von uns an, auch nach Asien zu gucken, bei anderen Traditionen zu gucken, die das Hinschauen lehren. Die sagen, guck
hin. Alter, Krankheit und Tod gehören zum Leben. Aber auch Erwachen gehört zum Leben. Hinschauen, ohne sich von den eigenen Wünschen und Abneigungen blenden zu lassen, das ist die Essenz der buddhistischen Praxis. Genau hinschauen und die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Dann wird auch der Unterschied deutlich zwischen dem normalen und dem zusätzlichen Leiden. Ich sage immer, das normale Leiden, was zum Leben gehört, wie Alter, Krankheit, Tod, verlieren, nicht bekommen, Unangenehmes bekommen, das macht etwa 5% von unserem Leiden aus. Und wenn wir uns dagegen wehren und es nicht haben wollen und jammern darüber und klagen und zetern und traurig werden, dann schaffen wir uns dadurch 95% zusätzliches Leiden. Und wenn ich das in Vorträgen erkläre, dann kann ich mich und die Menschen, die mir zuhören, dazu motivieren, vielleicht doch mal ein bisschen weniger sich wehren. Weil ich sage, und wenn unsere Nachdenken über das Leiden, was zum Leben gehört, nur dazu führt, dass wir 5% vom zusätzlichen Leiden reduzieren, dann hat sich's schon gelohnt. Das genaue Hinschauen und den klaren Blick übt Silvia Wetzel in der Meditation. Erleichtert eine solche Übung auch das Älterwerden? Also ich würde das so sagen, das regelmäßige Meditieren ist jetzt nicht eine Art Jungbrunnen, wo man dann jung bleibt bis ins hohe Alter, sondern Meditation richtet die Aufmerksamkeit auf die, wie ich sage, vertikale Dimension des Lebens. Das, was jenseits von Zeit und Raum, von Worten und Begriffen ist. Und damit wird die horizontale Dimension, das, was sich verändert, das Älterwerden, die Erfahrungen, die werden relativiert. Das heißt, ich lerne eine andere Dimension von Leben spüren. Und ich habe jetzt die christlichen Begriffe verwendet, vertikal für Transzendenz, horizontal für Immanenz, für das Leben in der Vielfalt, in der Welt. Und ich mag da auch das Bild des gleichschenkligen Kreuzes. Wir Menschen haben die Chance, im Schnittpunkt beider Dimensionen zu leben. Und Meditation hilft mir eben, diese vertikale Dimension zu entdecken und damit auch die horizontalen Veränderungen und auch Schwierigkeiten, die es gibt, zu relativieren und aus einer größeren Perspektive zu sehen. Alles ist unbeständig und vergänglich. Im Alter wird das besonders deutlich. Oder wie die buddhistische Philosophie sagt, alles ist im Grunde leer. Das heißt nicht, dass die Dinge nicht existieren. Aber sie sind nicht so stabil und fest, wie sie uns scheinen. Vielmehr sind sie einem dauernden Wandel unterworfen. Also wenn ich begreife anhand der Dinge, die ich mit den 5 Sinnen und dem Verstand wahrnehmen kann, also Dinge, Menschen, Natur, Gegenstände oder auch Umstände, Staatsformen, ökonomische Bedingungen, wenn ich sehen kann, das verändert sich alles. Dann begreife ich mit der Zeit auch, dass alles, was ich als stabil und fest sehe, nicht so fest ist, wie ich denke. Es gibt eine klassische Aussage im Buddhismus, die hat Nagarjuna formuliert nach dem Buddha, 700 Jahre später. Er sagt, alles entsteht bedingt und vergeht auch wieder aufgrund bestimmter Bedingungen, weil es leer ist von einer ewigen Substanz. Alles ist leer, weil es bedingt entsteht. Also die Grundargumentation ist, weil sich alles ständig verändert, kann man sagen, es ist leer von einer ewig gleichen Substanz. Also es gibt keinen Apfel an sich, so wie Plato gedacht hat, die Apfelheit, die irgendwo existiert und der konkrete Apfel ist eine Manifestation dieser Apfelheit. Da sagen die Buddhisten, es gibt einen Apfel, der bedingt aus einem Apfelsamen entstanden ist und dann verändert er sich wieder und irgendwann ist er Kompost und wird wieder zum Boden für neue Äpfel. Also es wandelt sich alles immer, 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 immer und das ist für mich ein sehr einfacher Zugang zu Leerheit. Weil sich alles wandelt, kann es keine Substanz geben, die immer da ist. Die Einsicht in diesen Zusammenhang von Unbeständigkeit, Vergänglichkeit und Leerheit ist nach Buddha der Königsweg zur Befreiung vom Leiden. Der Buddha hat es in einer Zeit gesagt, wo die Menschen sehr festhielten an ihrer Sippe, an ihrer Kaste, an ihrem Leben. Und um ihnen auch zu ermöglichen,
selbstständig zu werden, denke ich, hat er dieses einsame Meditieren, das Nachdenken über Unbeständigkeit betont, damit man dieses fraglose Festhalten an diesen sozialen Konventionen, an den Kasten, an der Sippe, an der Familie etwas lockert. Und ich denke, wenn wir heute das lehren, müssen wir anders herangehen. Also natürlich ist alles unbeständig, aber das heißt auch, es ist jederzeit was Neues möglich. Und es ist für mich ein anderer Blick auf Unbeständigkeit. Die Pflanze verblüht, dann kann eine neue Pflanze entstehen. Alles vergeht, aber alles ist kostbar. Dieser Moment jetzt, der kommt nie wieder. Jetzt kann ich darüber traurig sein und sagen, jetzt ist er gleich vorbei, wie furchtbar. Oder ich kann mich freuen, dass dieser Moment jetzt geschieht und das ist was ganz, ganz Kostbares. Also man kann zum einen in der Vergänglichkeit die Kostbarkeit jeder Erfahrung sehen, die Kostbarkeit jeder Situation und darüber kann man sich freuen. Und man kann darauf gucken, dass nicht nur etwas zu Ende geht, sondern dass immer etwas Neues beginnt. Und dieser Neuanfang ist Silvia Wetzel wichtig. Aus einer kulturkritisch-feministischen Perspektive wirft sie den patriarchalen religiösen Traditionen inklusive Buddhismus vor, zu stark auf die Vergänglichkeit und das Sterben fixiert zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass die traditionellen Religionen und Philosophien da alle eine Schlagseite zum Tod und zur Vergänglichkeit haben. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, das hat was mit Patriarchat zu tun. Mit der Angst der Männer vor dem Gebären. Die wollen damit nichts zu tun haben und mit dem Heroischen. Und dann gehen wir dem Tod entgegen und philosophieren heißt sterben lernen und lauter so Zeug. Ich glaube, wenn man Frauen mehr zuhört, die würden sagen, und dann entsteht Neues. Und dann kommt ein neues Kind. Und es ist schön, dass es ein Kind gibt und nicht ja außer dem Alter des von der ersten Sekunde ab und irgendwann stirbt's. Und dann ist es sowieso wieder vorbei. Also am besten gar keine Kinder. Und ab ins Zölibat und in die Askese und so. Also ich habe den Eindruck, unsere Religionen und Philosophien haben da eine Schlagseite zum Depressiven, zum nur das Ende zu sehen. Man kann aber genauso gut die Vergänglichkeit unter dem Aspekt sehen, dass ständig was Neues möglich ist, dass es auch Freiheit ist, dass es einen neuen Raum eröffnet. Das Alter kennt seinen ganz eigenen Rhythmus. Das Tempo geht zurück, viele Lebensprozesse verlangsamen sich. Das mag als Verlust bedauert werden, kann aber auch einen Gewinn mit sich bringen. Ich finde das eines der Probleme unserer Zeit, dass man nur noch auf Tempo und Jugend setzt und die natürlichen Lebensprozesse irgendwie gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Und vielleicht, wenn meine Generation älter wird, wir sind ja sozusagen geborene Revoluzzer, diese 68er-Generation, vielleicht können wir da auch ein paar Sachen bewirken, wenn wir uns dem verweigern und auch gute Argumente haben. Und eines meiner Argumente gegen dieses Tempo ist, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir keine Zeit haben, wenn wir keine Muße haben, dann können wir nicht mal nachdenken, geschweige denn meditieren. Das habe ich von Hannah Arendt gelernt. Und die betont, Muße heißt frei sein von äußeren Zwängen, das kapiert man noch. Und frei von inneren Zwängen. Ich sollte besser was anderes machen. Und das haben wir natürlich alle ungeheuerlich, innere Zwänge. Und wir haben ja auch dieses protestantische Vorbehalt gegen Meditation. Rumsitzen, nichts tun, ist parasitär seit der Reformation. Das gilt nicht. Man muss was tun in der Welt. Und ich denke, diese Haltung, die führt sich heutzutage ad absurdum. Wie soll eine Politikerkaste, wie soll eine Ökonomenkaste etwas Kreatives herausfinden, wie man mit der Welt umgeht, mit den Ressourcen umgeht, wenn man sich keine Zeit nimmt zum Nachdenken. Denn wenn ich keine Zeit habe, kann ich nicht nachdenken. Ich kann dann immer nur nachdenken, hinterherdenken, alter Wein in neuen Schläuchen. Und wir brauchen Muße und vielleicht ist das die Chance der älteren Menschen, wenn wir das ein bisschen offensiver zu unserer Aufgabe machen. Wir fliegen sowieso raus aus diesem Arbeitsprozess, dann meditieren wir halt und denken nach, wir nehmen uns die Muße. Und da kommen vielleicht auch ein paar gescheite Gedanken raus. Hoffe ich mal. Die indische Tradition unterteilt das Leben in 4 Stufen und weist jeder Stufe eine besondere Aufgabe zu. Dabei genießt das Alter als Zeit der Besinnung eine hohe Wertschätzung.
Ich mag sehr diese indische Vorstellung von den vier Lebensabschnitten, den vier Ashramas. Wenn man jung ist, lernt man, muss leider auch gehorchen. Wenn man erwachsen ist, zweiter Lebensabschnitt, dann übernimmt man Verantwortung in der Gesellschaft, man dient auch der Gesellschaft, man geht Beziehungen ein, man hat Kinder, man hat einen Beruf, man lebt auch eine soziale Rolle. Und wenn dann die Kinder erwachsen sind und nach indischem Denken verheiratet, dann darf man sich dem dritten Lebensabschnitt wenden, da darf man sich der Religion widmen. Und das ist dann nach indischer Lebenserwartung meistens ab 40, Ende 30, Anfang 40. Man darf mit Segen der Gesellschaft beten, heilige Texte lesen, in den Tempel gehen. Und da hat das Alter einen Wert. Das heißt, dann haben sie das Gefühl, ich habe meine soziale Pflicht erfüllt, meine weltlichen Pflichten erfüllt und jetzt bereite ich mich vor auf den nächsten Lebensabschnitt, der eben nicht so sehr am Bedingten hängt, sondern das Unbedingte entdeckt. Und wenn man das als Orientierung hat, dann ist Vergänglichkeit nicht mehr so schlimm, weil man sozusagen weniger sich festhält an dem, was kommt und geht und weniger auf Leistung ausgerichtet ist, sondern sich die Zeit nimmt, mit dem Segen der Gesellschaft, sich eben über Transzendenz Gedanken zu machen, über das Göttliche, über das, was jenseits von Zeit und Raum ist. Und das finde ich eine schöne Perspektive. Und vielleicht entdeckt man dabei auch selber dieses Unbedingte. Und dann weiß man, das stirbt nicht. Und dann kann man auch sterben. Das Sterben und der Tod machen vielen Menschen Angst. Für den Buddhismus ist mit dem Tod nicht alles aus. Das Stichwort heißt Wiedergeburt. Ein Begriff, der vielen Missverständnissen ausgesetzt ist. So wird hier im Westen darunter oft die Unsterblichkeit des eigenen Ichs verstanden. Gerade das ist aber nicht gemeint. Also die buddhistische Tradition folgt der indischen Tradition mit dem Glauben an Wiedergeburt. Die Unterweisungen dazu sind nicht konsistent. Jede Schule nimmt irgendeinen anderen Aspekt und erzählt was darüber. Aber alle gehen davon aus, dass es irgendwie weitergeht und dass da nicht eine Entität, eine Substanz sozusagen neue Kleider anzieht, die alten Kleider zurücklässt und dann neue Kleider anzieht, sondern dass es ein Bedingungszusammenhang ist, so wie wir. Ich meine, ich bin nicht die gleiche wie mit 10, ich bin aber auch nicht völlig verschieden. Da ist keine Substanz in mir gleich. Alle 7 Jahre verändert sich auch der Körper, ja, haben wir gelernt. Neue Ideen, neue Gedanken, aber es gibt trotzdem einen Zusammenhang und eher einen Bedingungszusammenhang. Und sie sagen dann, die Einstellung, mit der ich sterbe, stößt sozusagen eine neue Existenz an mit ähnlichen Qualitäten. Das ist sozusagen der Grundnenner dieser Aussagen über Sterben und Wiedergeburt. Sylvia Wetzel mag da allerdings nicht groß spekulieren. Da hält sie es lieber mit Wilhelm Busch. Die Lehre von der Wiederkehr ist zweifelhaften Sinns. Es fragt sich sehr, ob ich nachher noch sagen kann, ich bin's. Also es gibt eine Kontinuität, aber ich denke das eher so. Alles, was ich an Heilsamen entwickle, Gedanken, Einstellungen, Verhaltensweisen, Muster, hat eine positive Auswirkung. Alles, was ich an schlechten Angewohnheiten, an Angst, an Grausamkeit in mir trage, hat eine schlechte Auswirkung auf andere. Das heißt, wenn ich versuche, so viel Positives wie möglich zu entwickeln, dann hat es einen positiven Effekt. Ob das jetzt ich erlebe oder jemand anders, ist mir eigentlich egal. Aber ich komme wieder auf meine These von vorher zurück. Ohne Zugang zur Transzendenz ist der Tod eine Katastrophe. Weil man ist natürlich nie vollkommen. Es gibt immer Dinge, die man nicht gelebt hat, die man gerne gelebt hätte. Es gibt Fehler, die man gemacht hat, Menschen, die man enttäuscht hat, Dinge, die man nicht gelebt hat, die man gerne gelebt hätte. Und wenn man da nicht einen Bezug hat zu einer Dimension, die größer ist als man selber, ist der Tod eigentlich immer schwer, finde ich. Wie wichtig der Bezug zu dieser größeren Dimension ist, hat Sylvia Wetzel bei ihrer Urgroßmutter beobachtet. Diese hat als tiefgläubige Christin jenen Innenfrieden gefunden, den ihre Urenkelin heute auf den Pfaden Buddhas sucht. Ich hatte eine Urgroßmutter, die sehr alt wurde, ich glaube 88, und die hat den ganzen Tag gebetet für alle Menschen. Und das war uns Kindern bewusst, die Oma kann nicht mehr viel tun,
aber die betet den ganzen Tag für uns und für die Nachbarn und für die Menschen drumherum. Und das war für mich auch eine sehr positive Art von alter Leben. Und von buddhistischer Seite kann ich da eigentlich nur sagen, wenn wir lernen, in jungen Jahren den eigenen Geist und das Herz wahrzunehmen und zu schulen, mit freundlichen Gedanken zu schulen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen relativ zufriedenen Geisteszustand im hohen Alter haben, einfach höher. Ich meine, die körperliche Schwäche, der körperliche Abbau, der wird natürlich weiterhin schwierig sein und man hat ja auch Schmerzen und es ist auch schmerzhaft, wenn die Sinne nachlassen und wenn die geistigen Kräfte nachlassen. Aber ich denke, wenn man in jüngeren Jahren gelernt hat, seine Hoffnung nicht nur auf die Fähigkeiten zu richten, die man hat, körperliche und geistige, sondern auf die Grundeinstellung zum Leben, eben Herz und Geist schulen, Freundlichkeit üben und nicht alle Hoffnung auf das setzen, was kommt und geht, dass es dann auch leichter wird. Älter werden, eine buddhistische Perspektive. In einem Beitrag von Lorenz Marti hörten wir die Berliner Publizistin und Meditationslehrerin Silvia Wetzel.